Overath. Nach der Pause wesentlich weniger zu sehen als vorher. Hält. Da haben wir Glück gehabt. Noch eine Minute. Das genügt eigentlich für ein Tor. Nach der Pause war Birkner völlig abgemeldet. Immerhin hat das Tor geschossen. Wir müssen dankbar sein. Hält. Aufpassen. Eckball. Eckball Nummer 7. Das sind sehr, sehr lange Schlussminuten jetzt. Libuda schießt. Fichtel. Overath. Nicht schießen lassen. Geier. Die letzte Chance. Nein, so geht's nicht. In den Himmel gedonnert. Die letzte Möglichkeit, dieses Spiel noch zu gewinnen. Aber sagen wir es offen und ehrlich, wer hätte sich ein Unentschieden gegen den Vize-Weltmeister überhaupt erwartet? 7. Minute Birkner auf 1:0, 16. Minute Gerd Müller auf 1:1. Wir müssen wohl im Augenblick mit einem derartigen Resultat sehr, sehr zufrieden sein. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Und das ist der Schlusspfiff. Österreich gegen das Team der Bundesrepublik Deutschland 1:1. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang, ein gutes Bild. Sie sind mit den Leistungen sowohl der Spieler als unserer Techniker zufrieden gewesen. Ich sage Ihnen auf Wiedersehen. Walter, wie war genau das Tor, das Sie zu Beginn bekommen haben? Ja, eine lange Flanke auf die lange Ecke und dann ein Kopfball, der nicht allzu scharf war, ich glaube von Birkner, der aber ja, vor meiner Hand aufsprang und leider genau neben den Pfosten hineinpasste. Waren Sie irgendwie daran beteiligt, meinen Sie, dass Nein, Sie berührt es hätten berührt habe ich nicht, bei etwas Glück hätte man diesen Ball halten können, aber unglücklicherweise sprang er auf und ein bisschen Glück als Torhüter braucht man eben. Wie waren die österreichischen Stürmer? Ja, ich war überrascht. Ich habe überhaupt die österreichische Mannschaft nicht für so stark gehalten. Ganz gefährlich Edmeier. Ich war froh, dass er in der zweiten Halbzeit mit Wind im Rücken nicht mehr so sehr zum Schuss kam. Und ich möchte der österreichischen Mannschaft zu diesem Spiel gratulieren. Danke vielmals, das freut uns sehr. Herr Müller, würden Sie Ihre Meinung zu Ihrem Tor, würden Sie uns das genau schildern? Ja, da kommt eine Flanke vom Held rein und ich nahm ihn halt direkt. Und bei einem Direktschuss muss man immer Glück haben. Ja, aber Sie können es ja. Das hat sich ja schon herausgestellt in den letzten Jahren. Aber Glück muss man haben. Da kann uns Gerhard Sturmberger vielleicht sagen, er ist ausgerutscht, glaube ich, bei diesem Tor. Wie war das? Ich bin etwas nach vorgelaufen und der Held hat den Ball zurückgespielt. Und wie ich mit dem linken Fuß zurücklaufen wollte, bin ich gerade ausgerutscht. Das war also im Grunde ein vermeidbares Tor. Naja gut, das ist vermeidbar. Wir waren nur zu zweit hinten, dadurch ist auch das zustande gekommen. Jedenfalls war die Leistung überraschend gut. Haben Sie erwartet, dass wir ein 1:1 erreichen gegen die Deutschen? Eigentlich nicht, aber ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist. Meine Herren, danke. Und jetzt noch zum Schützen des österreichischen Tores, Hans Birkner, fast ein programmiertes Tor. Sie sind ja aufgebaut worden für dieses Spiel als der Torschütze vom Dienst und Sie haben es auch ausgeführt. Wie war das Tor genau? Ja, es war sehr schwer. Ne? Der Ball kam nicht, also die Sicht war Darf ich Sie mal unterbrechen? Wir schießen so selten Tore gegen Deutschland. Schildern Sie uns das ganz genau, bitte.
Ja, auf rechts. Es wäre durchgegangen, glaube ich. Nicht? Und die Flanke kam herein. Man sah den Ball fast nicht, doch im letzten Augenblick kam er ins Blickfeld und da sprang ich eben mit einem Abwehrspieler hoch und zufällig traf ich ihn genau in die Ecke, wo er landen sollte. Ne? Und wie hat es Ihnen gefallen zum ersten Mal in der Nationalmannschaft? Ja, es ist eine Ehre, in der Nationalmannschaft zu spielen und ich bin sehr glücklich dafür, dass ich hier spielen durfte und ich hoffe, dass ich wieder einmal spiele. Und wir hoffen, Sie bald wiederzusehen, vielleicht schon gegen Schottland. Danke, Herr Birkner.